So, hallo Leute. So, jetzt geht's nochmal weiter. Und ich will euch nochmal kurz erzählen, was irgendwie eine Netzwerkmaske ist, wie das funktioniert und wie das läuft. Also, wir haben normalerweise unsere typischen, also Netzwerkmasken. Ich schreibe das mal kurz auf. Werk. So, wir haben normalerweise eine 4 Bytes für unsere IP-Adresse. Es geht jetzt erstmal nur für IPv4. Das heißt, sagen wir mal, wir haben irgendwie ein Gerät mit der Adresse 192, 168, 1.1, sagen wir mal. So, 4 Bytes sind das. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wenn wir diese 4 Bytes haben, was ist eigentlich eine Maske? Also eine Maske, das wird dann irgendwie meistens so gemacht, dass wir sagen 255.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 
Point-to-Point-Dinger, das sind irgendwie, das ist alles, was kleiner ist, sagen wir mal. Das heißt, und das hier ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, das kann eben auch ein Point-to-Point wäre wirklich, wenn nur eine Adresse eine andere Adresse erreichen kann. So, die Sache ist die, wie viele Adressen hat diese Class-C-Netze? Diese Class-C-Netze, die maskieren ja das letzte Byte weg. Ein Byte hat 255 Werte. Wisst ihr ja? Haben wir gemacht. 256 Werte, also von 0 bis 256. Von 0 bis 255. Und während die unterste Adresse von an einem Adressraum das Netz selbst ist, also in diesem Fall hier 0, also das kein Gerät darf die Adresse 0 haben. Und die oberste Adresse, die 200, also praktisch die, alles, was dazwischen ist, ist in Ordnung. Und die 255 ist eine sogenannte Broadcast. Das heißt, jeder reagiert auf die 255 und guckt zum Beispiel für DHCP, was wir auch schon mal hatten, da wird dann irgendwie so ein Paket rumgesendet, das sagt irgendwie an alle in meinem Netz, bitte irgendwie antwortet mal kurz. Und dann würden alle antworten, irgendwie, ob sie da sind oder nicht da sind oder ob irgendjemand davon DHCP hat oder sonst irgendwas. So, das heißt, ich habe insgesamt 256 Adressen, von denen also 254 verwendet werden können. Okay? So, das wäre für ein Class-C-Netz. 254 Adressen, also 256 sind es insgesamt. Die 0 fällt raus, die 255 fällt raus, deswegen bleiben 254 übrig. So, das ist Class-C. Hier haben wir 2 Byte, die wir haben. Das heißt, wir haben irgendwie insgesamt 65.536 Rechner, die in diesem Netz sehen, die praktisch alle, die im selben, in derselben Maske sind, die können sich alle gegenseitig sehen. Das heißt, hier wäre dann irgendwie zum Beispiel die 1 kann die, also die 192, 168, 1.1 kann jeden Rechner sehen bis zur 192, 168, 1.254. So, das heißt, da sind eben diese 254. Hier sind es 65.536. Das heißt, irgendwie die unterste fällt weg, die oberste fällt weg, das ist die 65.535, das ist die oberste, so, und diese beiden dürfen nicht verwendet werden, alle anderen dürfen hier verwendet werden. Das heißt, hier kann man dann entsprechend 65.534 Rechner ansprechen. Das ist, dieses hier hat ja irgendwie sozusagen das sind 24-Bit gewesen, Maske, 24, schreibe ich, 24-Bit-Maske. Hier haben wir 16-Bit-Maske. Und hier hätten wir eine 8-Bit-Maske. Und hier unten haben wir dann irgendwie eine 32-Bit oder wie auch immer. Das sind ja insgesamt 4 mal 8-Bit, dann 32. Das heißt, wir können da aber irgendwie entsprechende weniger irgendwie davon irgendwie nehmen, um sagen wir mal 4 Rechner zu verbinden oder 8 oder also 8 minus 2, 6, das sind ja immer 2 weniger als die entsprechenden Zweierpotenzen. So, und hier oben sind das dann natürlich, sind das jetzt 65.536, das sind dann ja nochmal mehr, das sind also 24-Bit, das sind irgendwas bei 4 Millionen oder so, können wir uns auch gern ausrechnen. Ich starte mal kurz den Kalkulator dafür. So, also wenn wir jetzt haben wir zum Beispiel, wir haben im Hexadezimalen F, F, F und sagen, was ist Dezimal? Und da seht ihr, das ist 4096. Das ist, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Ist weg. Ich habe, wie viel? Ich habe 1, ein Byte. Also, ich habe ein Byte, 2 Byte, 3 Byte, so, und Dezimal sind das
16 Millionen, wie ich so ungefähr sagte. 16.777.216 sind es natürlich insgesamt dann. Ne? Das sind irgendwie mit der 0 zusammen, sind das so viele Werte. Das heißt 16.000. So, und das können wir uns jetzt hier aufschreiben. Das ist jetzt nicht wichtig, das müsst ihr jetzt nicht auswendig wissen. Diese Zahl ist dann irgendwie. Diese Zahl solltet ihr wissen, diese Zahl und diese Sachen, also wie viel in diesem Netz drin sind, das hier müsst ihr nicht unbedingt wissen auswendig, aber irgendwie ist es nett, wenn man das weiß. Hab's jetzt mein Taschenrechner mal wieder weggeflutscht. Ich guck mal wieder was nach oben. Bleib mal oben. Ich sag dir mal gerade, dass er oben bleiben soll. Bleib mal immer im Vordergrund. So. Und. Das ist übrigens das Nette bei Linux, da kann man irgendwie solche Sachen sagen, wie von wegen, dass irgendwie Sachen immer im Vordergrund sein sollen oder so. Ganz hübsch. So, also wir hatten hier 16.777.216. Und davon sind zu gebrauchen natürlich, ich bin jetzt mal faul, 214 sind davon zu gebrauchen, weil die 0 und die. Und die höchste Zahl sind, also die bla 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 bla, 215 sind natürlich nicht zu gebrauchen. Klar. So, das sind, und jetzt wollen wir mal gucken, wie dieses mit diesen Bits, die ich hier vorne gemacht habe, was das zu bedeuten hat. Wir gucken uns einfach mal an die 192. Die trage ich jetzt hier mal einfach spaßeshalber ein. Und sag mal 192. Dann gucken wir uns das mal an, was 192 eigentlich binär ist. Und da gucken wir. Und da stellen wir fest, das ist binär 1100. Oh, guck mal hier. 1100. Also da ist die erste 0 tritt hier auf. Das heißt, das ist irgendwie eine typische Adresse für ein Klasse C-Netzwerk. So, und für ein Klasse B-Netzwerk, da wird irgendwie häufig zum Beispiel die 172 genommen. Die 172, da gucken wir uns mal kurz an, wie das Ding binär aussieht. 1, 0, 1, 0. Ha! Seht ihr? 1, 0, 1, 0. Also das, was dann nachkommt, ist eigentlich unwichtig. Wo die erste 0 auftaucht, das ist das Interessante. 192, also das hier ist hier ein typischer Anfang, ist hier 192. Ein typischer Anfang wäre, also es gibt dann natürlich auch noch viele andere, die man dafür nehmen kann, aber das wird so üblicherweise genommen. Also das wird zum Beispiel wird häufig irgendwie sie 192 16, wenn ihr 172 16 seht, dann ist das meistens das ein Class B-Netzwerk. Wenn ihr 192 168 seht, dann ist das meistens ein Class C-Netzwerk. Und hier wird gern irgendwie eine 10 Punkt irgendwas gemacht. Wenn ihr wissen, an der Schule werden die Rechner irgendwie als Zehner genommen. Also im 10er-Netzwerk gemacht. Dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ups, da stimmt irgendwas nicht, richtig? Genau. Weil die haben nämlich eigentlich, ist das ein Class B-Netzwerk. Die benutzen das aber als ein Class A-Netzwerk, glaube ich. Naja, gucken wir uns mal, gucken, müssen wir uns angucken. Aber theoretisch wäre das, die Klasse 10 wäre auch ein Class, aber die, was irgendwie gerne genommen wird für das hier vorne, ist 127. Und wenn ihr das genau wisst, kennt ihr die 120 0.1 und das ist 127, wäre dann natürlich 127 und das ist 1111. Ach nee, genau, das ist das unterste. Ha. Na, Fehler jetzt von mir. Okay. Da haben wir die 127. Das wäre zum Beispiel für das lokale Netz. There's no place like home. Und das gibt es irgendwie so eine Aufschrift. There's no place like 127.001. Das heißt, euer lokaler Rechner ist das hier. Und das hier oben ist. Wundert mich jetzt eigentlich, dass das nicht funktioniert. Das ist alles das klein. Nee, es hätte 10, ist doch kleiner als. Ja, natürlich, 10 ist kleiner. Also ich wundere mich jetzt gerade. 10 ist mein Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht. Egal. So, wir nehmen 10, sagen Dezimal. Und das ist natürlich. 10 ist natürlich. Machen wir das hier mal weg. Moment, ich muss mal wieder ein Radiergummi holen. Das hier mal wegradieren. Das hier ist ja das Blödsinn, 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 Blödsinn. Es ist gut, dass ihr aufgepasst habt, dass ich mal einen Fehler gemacht habe. So, die 10 ist, und jetzt machen wir mal wieder den
Stift holen. Die 10 ist natürlich. Oh, ich will kleine Kreide haben. So, die 10 ist natürlich 0, 0, 0, 0. Und dann kommt 1, 0, 1, 0. Ne? Genau. So, das heißt, hier haben wir die erste 0. Und das ist ein Class-A-Netzwerk. Deswegen wäre die 10 dafür gerne genommen. Und das ist das, was wir an der Schule haben. Da haben wir unsere ganzen Rechner. Die fangen alle mit 10 an. Da könnt ihr mal nachgucken, wie eure IP-Adresse ist. Und da stellen wir fest, das ist meistens Class C. So, diese ganzen Netzwerke, die kann man irgendwie, also hier kann man dann praktisch 16, da kann man einen Haufen Rechner mit reinsetzen in das 10er. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn ein Rechner, sagen wir mal, ich mache das Ding jetzt mal weg, ihr merkt euch das hier mal, was ich aufgeschrieben habe. Ich mache das hier nochmal beiseite, das Ding hier. So. Jetzt könnt ihr euch das nochmal irgendwie angucken, denn das letzte Mal, weil ich lösche das jetzt weg, wir sind bei. Ach, wir sind auch schon bei 15 Minuten, das reicht eigentlich. Das heißt, wir haben diesen Kram irgendwie drin. Das heißt, alles, was hier in diesem Bereich ist, kann sich gegenseitig sehen. Was außerhalb dieses Bereiches ist, kann sich nicht sehen. Das heißt, wenn wir hier im Class C-Netzwerk zum Beispiel. Und damit schließe ich irgendwie da praktisch diese Sache ab. Wenn wir zum Beispiel irgendwie im Class C-Netz haben, einen Rechner, der hat die Adresse 192, 168, 1.5 und ein anderer hat die Adresse 192, 168, 2.6, sage ich mal. Die dürfen dann zwei Rechner dürfen natürlich im selben Subnetz nicht dieselbe Zahl haben, aber was ist egal, das hatte ich ja schon im Unterricht erzählt. So, dann können die sich nicht sehen, weil hier der, und die, das ist nicht wegmaskiert, diese 255 ist da und da sie sich hier unterscheiden, also weil diese beiden Zahlen unterschiedlich sind, das ist die Sache. Das heißt, diese Maske stellt fest, sind die im selben Netz, sind die im selben Netzbereich. Das heißt, ich mache diese Unverknüpfung mit diesen Sachen, hole die Sachen hier runter. Wenn die Maske dieselbe ist, also wenn das maskiert, die Adresse dieselbe Zahl ergibt, dann können sich die beiden Rechner sehen, ansonsten können sie sich nicht sehen. Da in diesem Fall und dem Fall maskiert, aus dem hier wird ja eine 0 in beiden Fällen. Ist die 192 168 1.0 anders als die 192 168 2.0 und damit können sich die beiden Rechner nicht sehen. Das heißt, man kann die beiden nicht erreichen, es sei denn, man packt einen Router dazwischen und damit beschäftigen wir uns morgen. So, ich hoffe, das war klar und abgesehen von meinen kleinen Flüchtigkeitsfehlern, aber es ist gut, dass man ein paar ab und zu mal Fehler macht. Ich mache auch Fehler. Und ihr dürft auch Fehler machen, aber man kann sich eben korrigieren, wenn man es merkt. Gut. Ich denke, damit schließen wir das auch ab. Viel Spaß irgendwie beim Ausprobieren. Probiert diese Sachen einfach ruhig mal zu Hause mit Filius aus. Ihr Filius habt, könnt ihr euch ja frei runterladen. Packt ihr euch auf den Rechner, spielt damit mal rum. Guckt ihr, ob ihr irgendwie, wenn ihr so eine bestimmte Maske hier setzt. Diese Maske hier, ne, wenn ihr die jetzt irgendwie setzt und sagt, okay, wir wollen diese Maske haben und ich nehme es mal, ich nehme praktisch irgendwie den einen mit dieser Adresse, den anderen mit der Adresse und ich gucke mal, ob die sich sehen können. Was muss ich machen, damit die sich sehen können? Naja, klar, ich muss eine andere Netzwerkmaske nehmen. Ich müsste dann stattdessen die 255 250 0 0 eintragen, damit die gesehen werden können. Ne, da das irgendwie sogar irgendwie, ne, das könnt ihr mal ausprobieren. Das ist ja nämlich, früher war das eine Zwing diese Sache hier, war früher zwingend mit den Class A, B, C. Das war früher zwingend, heute ist das nicht mehr zwingend, aber ich lehre das trotzdem, weil die Zahlen immer noch nach diesem Motto gebildet werden. Und diese Adressen sind eigentlich so Usus und die werden so genommen. Und wenn ihr davon abweicht, dann werdet ihr vielleicht Stirnrunzeln bekommen oder sonst was. Der Trick ist eigentlich diese durchlaufende Null. Da, wo sie das erste Mal auftaucht, da sind diese Netze da. Und ansonsten ist irgendwie, dadurch, dass wir IPv6 haben, hat sich das sowieso alles völlig, es ist völlig anders geworden. Aber das ist sehr viel komplexer als das, was wir jetzt im Unterricht machen. Und das braucht man für den Aufbau von einem Firmennetzwerk oder von seinem eigenen Kram eigentlich nicht. Und da wollen wir ja drauf hinaus. So,
Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich stoppe das mal und wir sehen uns dann im Unterricht.